An einem schönen sonnigen Tag traf der Askö-Kaki Rottenturm auf den UFC Lumitech Jennersdorf. Die beiden Mannschaften spielen schon länger in der zweiten Liga Süd. Zu dem spannenden Spiel kamen ca. 200 Fans, um das Spiel zu sehen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Helmut Flasch und seinem Assistenten Gernot Reinbrecht geleitet. Die Rottenturmer starten in ihren neuen Dressen, gesponsert vom SV Oberwart-Präsident Gerhard Horn, Geschäftsführer der Klöcherbau GmbH, und es gab auch Sponsoren für den Matchball. Gleich von Anfang an nahm das Spiel seinen Lauf. In der dritten Minute schoss Zapfel knapp am Tor vorbei. Und die Chancen der Jennersdorfer wehrte der Tormann erfolgreich ab. Einwurf. Brindlinger. Selimovic. Glavas. Burei. Noch immer Burei. Und Tor! Rottenturm geht in Führung. 1:0. Nach einem schön herausgespielten Ball traf Erik Chaburei präzise ins lange Eck. Und das schon in der 17. Spielminute. Horvath gibt weiter zu Burei und dies ist der spektakulärste Schuss in diesem Spiel. Leider fliegt der Ball weit über das Tor. Bei den vielen Fouls und Schwalben hat der Schiedsrichter alle Hände voll zu tun. Freistoß. Horvath. Burei per Kopfball schießt den Ball über das Tor. Horvath mit einem langen Pass zu Burei. Und das nächste Tor. Da hilft keine Reklamationen des Tormanns oder des Spielers. Rottenturm baut seinen Vorsprung auf 2:0 in der 48. Spielminute aus. Torschütze ist wieder der Spieler mit der Nummer 9, Erik Chaburei. Die erste spannende Halbzeit endet mit einem 2:0. Es gab auf beiden Seiten gute Chancen, aber nur zwei Tore. Was erwartet uns in der zweiten Halbzeit? Nur so viel, es wird spannend. Wir Menschen brauchen, die sich für Pflegeberufe interessieren. Ich kann garantieren, wenn morgen vom BFI jemand rausgeht mit seinem Zertifikat, kann er übermorgen bei der Volkshilfe anfangen. Ich kann in jedem Bezirk, durch alle 7 Bezirke, morgen 10 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter anstellen, in die Volkshilfe übernehmen, egal in welchen Bereichen. Ob sie jetzt Pflegeassistentinnen sind, wir haben ein ganz großes Problem auch bei den Heimhilfen. Willkommen zur spannenden zweiten Halbzeit des Spiels Askö Kaki Rottenturm gegen den UFC Lumitech Jennersdorf. Bakanik, Wagner, Weider, guter Schuss, aber Tormann Hettinger war zur Stelle. Burei erobert den Ball, Schuss und Tor! 3:0 in der 49. Spielminute. Und das ist bereits das dritte Tor für Erik Chaburei in diesem Spiel. Wieder ein Foul. Nach kurzer Behandlung kann Brindlinger weiterspielen. Jetzt starten die Gäste einen Angriff. Resch, Vracek, Weida. Und Tor! Ein schöner Weiterschuss direkt ins lange Eck. Damit verringert Jennersdorf den Rottenturmer Vorsprung auf 3:1 in der 67. Spielminute. Torschütze Jaka Weida. Keine Zeit zum Jubeln, schnell zur Mitte, vielleicht geht noch mehr. Freistoß, Burei, Postmann. Burei. Und Tor!
Ein schönes Zusammenspiel zwischen Postmann und Burei lässt den Abstand wieder wachsen. 4:1 in der 73. Spielminute. Torschütze wieder Erik Csaba Burei. Bakanik, Weider, Wagner, der Kopfball abgewehrt, Resch und Tor. 4:2 in der 75. Spielminute. Torschütze Julian Resch. Nur 4 Minuten später. Freistoß und Tor. 4:3 in der 79. Spielminute. Torschütze Julian Resch durch einen Freistoß. Jetzt zeigen wir Ihnen noch ein umstrittenes Tor. Kopfball, Postmann, Burei. Ja, das ist ein klares Abseits. Das Tor zählt nicht. Eine richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Zum Ende des Spiels gab es dann keine Höhepunkte mehr, bis auf ein paar Fouls und viele Wechsel. Nach 6 Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel des ASK Korkisch Rottenturm gegen den UFC Lumitech Jennersdorf mit einem Endresultat von 4:3. Schnell, ich filme.